So Leute, hallo zu einem kleinen Special bei Rhapsody Musical Adventure. Und zwar werden wir uns jetzt nochmal ein paar Pets holen, von denen ich gehört habe, wo es sie geben soll. Hatte ich ja schon angekündigt, dass ich da so ein kleines Special draus mache. Und jetzt ist eigentlich genau die richtige Zeit dafür, indem wir jetzt erstmal nach Orange Village gehen. Es gibt übrigens auch, wie ich mitbekommen habe, für die Pets kleine Sidequests. Da werden wir uns dann aber dran setzen, sofern wie es möglich ist. Und zwar finden wir hier jetzt erstmal bei Korne zu Hause im Briefkasten eine Puppe, die wie ein Dämon aussieht. Sollen wir mit ihr reden? Ja. Hi. Hallo. Hallo. Das ist komisch. Warum sagt sie denn nichts? Vielleicht solltest du erstmal mit deinem Horn spielen. Könnte ja eventuell was bringen. Vorher haben die Puppen noch nie mit jemandem geredet. Oder doch eigentlich schon. Aber nur in Gedanken. Aber mal schauen. Und hallo. Alright. Alles klar. Nightspawn. Was war das jetzt? Tja, das ist eine gute Frage. Aber ich muss sowieso noch etwas umstellen in der Gruppe, damit es eh weitergeht. Und zwar holen wir uns jetzt erstmal Nightspawn rein, beziehungsweise Dark Knight, wie er da heißt. Und wir brauchen auf jeden Fall auch Kit. Es geht jetzt nicht darum, die großartig zu leveln oder so weiter. Aber jetzt heißt es erstmal auf in die Wonderwoods wieder mal. Da waren wir ja schon so selten. Und zwar wollen wir hier in den Wonderwoods in die Höhle. Da bin ich ja damals schon mal drin rumgegurkt und habe mich ganz am Anfang immer wieder gefragt, wofür ist diese Höhle eigentlich da? Sie ergibt keinen Sinn, bis auf die eine Kiste da drin. Sie ergibt aber wirklich einen Sinn, wenn man Kit dabei hat. Das wusste ich auch nicht. Ich weiß zwar nicht genau, wo es sein soll, aber es soll wohl hier irgendwo in der Höhle sein. Hi. Hey. Bist du Kit? Hey, Tell. Ich habe nicht damit gerechnet, dich hier zu treffen, Dude. Wie bist du hierher gekommen? Dude. Oh Mann. Ich helfe hier mal richtig krass Cornet. Aber das auch nur, damit ich euch finden kann. Ist das so? Cornet, wir möchten unseren älteren Bruder Billy auch finden. So dass wir zusammen wahre Helden werden können. Willst du mich in deine Party mit aufnehmen? Ja, wenn es denn sein muss. Wir werden das Beste geben, um dich zu beschützen, Cornet. Damit hätten wir dann zwei Eier. Ganz klasse. Und so blöd, wie es klingt, den werden wir jetzt auch erst einmal noch mitnehmen. Aber als allererstes packen wir ihn mal etwas weiter nach oben, weil wir uns noch Übersicht haben. Damit hätten wir dann noch Tell. Und ja, wie ihr euch jetzt schon denken könnt, ich glaube, ich nehme jetzt aber mal... Oder funktioniert das hier? Dass ich hier schneller rauskomme. Illustration-Teleporter, ja. Dann sind wir wenigstens schneller hier raus. Und zwar holen wir uns jetzt auch noch den dritten Bruder ab. Von den dreien. Dafür brauchen wir aber erstmal die beiden. Und zwar in White Snow. Und zwar der Schneemann hier. Hey, kann mich irgendjemand hören? Ist irgendjemand da draußen? Großer Bruder? Diese Stimme. Dude, ich bin's, Kid. Hey, Bro. Ich bin's, Tell. Ja, wir sind die drei Eierbrüder, also die Egg Brothers, sind wieder zurück im Geschäft. Danke dir, Cornet. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich Kid niemals wiedergesehen. Nicht so schnell. Lass mich erstmal hier raus. Ja, halt mal ruhig, Dude. Hallo? Du kannst mich hier nicht rausholen. Das habe ich vergessen. Dude! Und ich dachte, ich wäre dumm. Das wird echt noch schwer. Mit Leuten wie euch Helden zu werden. Ach, halt die Klappe und lass mich endlich raus! Cornet,
wärst du so freundlich. Bitte lass ihn hier raus und die Party beitreten, wenn es denn sein muss. So, damit hätten wir dann alle drei auf einem Schlag zusammen. Danke dir, Miss Cornet. Ich werde mein Bestes geben, um euch zu dienen. Und damit wäre dann auch Billy dabei. Und damit hätten wir die drei Egg Brothers vereint. Jetzt haben wir nur noch Platz für ein Pet. Ich glaube, ich muss mal gerade eben etwas radikaler werden. Erstmal muss Billy hier ganz nach oben, damit er die Übersicht behalten wird. Und dann Kid Tell Billy, genau. Und zwar werde ich jetzt mal, so böse wie es klingt, ein paar Pets verheizen gehen. Denn ich brauche diesen Platz. Und das dürfte am schnellsten eigentlich in Blue Cat unten in der Höhle gehen. Na, steh mir nicht weg. Denn es gibt noch ein paar mehr Pets und die will ich mir definitiv nicht entgehen lassen. So viel steht fest. Das heißt, ich würde jetzt ganz gerne einmal kurz kämpfen. Kämpfen? Hallo, kämpfen. Kämpfen will. Wenn man die Zufallskämpfe will, dann kommen sie nicht und sonst stehen sie einem irgendwie in meinem Weg. So, Cornet, du machst nix. So, weil die geben nämlich hoffentlich relativ zügig den Löffel ab. Danke. Das war dann schon mal Nummer 1. Du bewegst dich jetzt einfach mal dahin und machst dann nichts, weil dann blockt er wenigstens nicht. Moment. So. Bewegen. Ende. So rum. Du dahin bewegen. Ende. Und Cornet rennt einfach mal hier nebendran. So. Hoffentlich bringt das irgendwas, damit die Pets angreifen und die hops gehen. Ja, sehr gut. Damit sind die jetzt wenigstens schon weg. Jetzt muss ich nur noch aufpassen, dass Cornet nicht den Löffel abgibt. Aber wir haben ja Kekse. Oder Kuchen, besser gesagt. Cake, nicht Cookie. So. Damit sind wir die jetzt schon mal los. Wir brauchen jetzt nur noch die anderen. Weil hier sind noch ein, zwei dabei, die ich noch weg haben will. Ihn auf jeden Fall. Habe ich gar nicht so viel Platz für die ganzen Pets? Jetzt bin ich gerade echt etwas verwundert. Aber ich weiß, das sind alles normale hier, bis auf White halt. Nehmen auf jeden Fall Dark Knight noch mit. Achso, ja klar, wenn man aktive Party mitrechnet, dann sollte Platz genug eigentlich da sein, stimmt. Und wir nehmen auf jeden Fall Shark noch mit. So. Jetzt gehen wir noch das eine Tierchen, was sich uns angeschlossen hat. Ja, es ist gemein, wenn man so reingeht und die Gegner und die Dinger einfach verheizt, das weiß ich. Aber, naja, was will man machen, Leute? Wir brauchen den Platz leider Gottes für die anderen Pets. Das ist jetzt quasi nur Überbrückung gewesen. Ich dachte eigentlich, wir hätten da genug Platz für, aber irgendwie war dem ja nicht so. So, einmal tröten. Blocken, blocken. Das war jetzt etwas ungünstig. Ich hoffe jetzt mal, dass er nicht auch komplett verschwunden ist. Stellt sich jetzt mal einfach davor und macht nichts. Cornet geht mal hier an die Seite. So, das war er. Ich meine, mit den Gegnern fertig werden tun wir ja. Ich hoffe jetzt nur, dass Dinges nicht komplett tot ist. Das wäre echt etwas arg ätzend. Also, du brauchst eigentlich nichts machen. Das sollte sie eigentlich mit einem Gigasaint. Trifft er nicht alle? Ja, aber Giga Holy trifft alle. Gut. So. Jetzt muss ich nachgucken, ob der Dark Knight echt hin ist.
Ne, der ist nur auf 0, okay. Die können also nicht verschwinden. Das ist gut. Schad erstmal dahin, er dahin. Dann haben wir da jetzt noch ein paar frei. Du gehst mal da hoch. Schieber, du gehst mal da hoch. Obwohl, warte mal. Genau, ich wollte Terra nochmal mitnehmen. Denn für eine der Sidequests brauchen wir auf jeden Fall Terra und Schad beide auf mindestens Level 30. Und unseren lieben Dark Knight brauchen wir für eine andere Sidequest von den Puppets auch mindestens auf 30. So, dass sich das auf jeden Fall dann gut ergibt. Ein bisschen leveln muss ich sowieso. Jetzt heilen wir uns nur noch erstmal, dass auch hier unser lieber Dark Knight... Okay, der ist immer noch platt. Dann müssen wir wohl nach Mother Green zurück. Mal mit Opa reden. Aber ich glaube, das ist eh nicht so verkehrt, weil... Ich hatte hier sowieso noch was vor... nachzuschauen. Das wissen wir mit dem Schiff. Dann schauen wir mal bei Opa vorbei. Vielleicht haben wir Glück. Na, zack, zack, so. Ja, natürlich hätte ich gerne, dass du die Puppen reparierst. Aber Dark Knight, bitte. Mein eigener Opa nimmt Kohle dafür? So, hat der sie noch alle? Ich glaube doch wohl, dem geht's so gut. So. Chiba, Duke und Elkun. Dann haben wir noch eins. Warte mal kurz. Eins, zwei, drei, vier, fünf Slots. Und es kommen noch eins, zwei, drei, vier Pets kommen im optimalsten Fall noch. Dann passt das ja. So. Mal gucken, was ist denn mit dir? Du hast einen Straßenhund aufgenommen und ihn Pucci genannt. Das ist schön. So. Eigentlich wollte ich da nicht. Wollte hier nochmal was gucken. Weil es kann sein, dass mir eventuell ein Pet durch die Lappen geht. Wäre zwar ein bisschen ärgerlich, aber kann man da nicht ändern. Na, bleib da. Ja, ja. God shave the, bless the Queen und so. Schon klar. Ja, ist gut möglich, dass ich den sogar schon verpasst habe. Weil ich hier vorher was hätte machen müssen. Ist relativ am Anfang des Spieles ungefähr, oder? Nee, nicht unbedingt. Wollte den Dorfbewohnern reden? Ja, wir wissen, dass die entführt wurde, aber ich wollte eigentlich was anderes. Mal hier reingucken, du bist auch nur Shop. Obwohl. Hier mit dir mal reden. Ja, ja, Prinz und so weiter. Ach, stimmt ja. Bei ihm können wir ja noch Monster lagern. Da war ja was. Der steht aber scheinbar auch echt nur hier rum. Gut zu wissen. Ich will aber eigentlich keine Monster lagern. Ich will eigentlich gerne jederzeit Zugriff auf die haben. Hat mir einer von euch noch was zu erzählen? Nein, nein. Nein. Aber es kann sein, dass ich, wie gesagt, da eine Aktion vergessen habe und dadurch die ganze Sache dann leider Gottes hinfällig geworden ist. Mal schauen. Ne, da ist es doch. Als Koro gestorben ist, habe ich den Priester darum gebeten, ihn für mich zu begraben. Ich konnte es selbst nicht. Ich habe mich entschieden, für Koro zu leben. Und zwar, es ist eine kleine Zeitgeschichte. Dann haben wir wohl doch früher mit dem Jungen schon geredet. Und zwar hat der Junge einen Hund gesucht. Oder einen Hund gehabt. Und dieser Hund hat ihm das Leben gerettet, ist dafür aber selbst gestorben. Und wenn wir jetzt mit ihm reden, haben wir hier nämlich einen Grabstein dafür. Und zwar liegt hier Koro. Und schau mal an. Dieser Spielzeughund möchte doch glatt mit uns kommen. Warum benutzt du nicht dein Horn? Natürlich, wir nehmen Koro mit. Warum auch nicht? Und zwar müssen wir seine Sidequest nämlich beenden, die für Koro, bevor wir alle fünf Steine haben. Deswegen wird es auf jeden Fall nochmal eine zweite Episode geben. Nur muss ich mir auf jeden Fall noch die Zeit nehmen und die Charaktere erstmal ein bisschen leveln. Das heißt, wir sammeln jetzt erstmal so viele Pets, wie wir können.
zu diesem Zeitpunkt. Und dann heißt es nämlich Level Deluxe. Na, wir können ja mal gucken. Wegen Koro, er müsste jetzt eigentlich auch bei uns dabei sein. Obwohl, vielleicht kann ich die Sidequest sogar schon starten. Ja, die Sidequest für Koro kann ich jetzt sogar schon starten. Und zwar ist unser lieber Junge jetzt nämlich krank geworden. Der Arzt erzählte uns, dass der weise Mann der Einzige ist, der ihn heilen kann. Aber ich frage mich, wo wir ihn finden können. Ja, Entschuldigung, ich wollte nicht nochmal mit dir reden. Ich wollte mit ihm eigentlich reden. Er rief oft Koros Namen im Schlaf. Armer Junge. Ja, ich wollte eigentlich mit ihm nochmal reden, aber... Na, das Umdrehen in die Richtung ist dann immer so ein bisschen kompliziert. Gut, wir wissen auf jeden Fall, um diesen kranken Jungen zu retten, müssen wir zum Wise Man. Zu unserem Weisen. Und wo ist der? Genau, ganz hier oben. Aber überlegen. Gut, es gibt noch drei Pets, die wir kriegen können, aber jetzt im Moment nicht. Das heißt, mit den Sidequests werde ich beim nächsten Mal anfangen. Und wünsche euch bis dahin alles Gute und tschö tschö.